Hey, ja, hier ist Dennis Duppen. Willkommen zurück zu Catwoman, zur Fortsetzung des Spiels, wo wir weiterhin noch in der Hedera-Fabrik sind und unser letzten Mal den Weg in einen Lüftungsschacht gebahnt haben. Und ja, jetzt machen wir weiter und schauen, was uns erwartet. Also würde ich sagen, wir setzen auch fort mit dem Spiel. Also weiter geht's. Einmal haben wir was freigeschaltet, und zwar die sogenannte Fangfalle. Ziehe einen Gegner mit einer Peitsche zu dir. Halte dazu B gedrückt und lasse dann los. Ist dein Widersacher in Reichweite, kannst du mit B angreifen. Na, B, ich weiß, ob das funktioniert. Bisher hat nicht viel funktioniert von diesen Fähigkeiten, die wir hier lernen, aber. Ja, okay, mal sehen. Was? Ein Eindringling! Entspann dich, Schätzchen! Kannst du den auch ausweichen? Oh. Kann ich kaputt machen, das Ding? Na, dann halt wohl nicht. Gut. Aha, die haben meine Tür geöffnet. Die Alarmanlage ist scharf. Das Tor wird in 20 Sekunden geschlossen. Okay. Okay, schaffen wir. Ach, haben's geschafft. Haha, Eingang zum Labor. Wir haben's geschafft, ey. Gut, dass keiner mitkriegt, dass sie uns hier mal reinprügeln. Aha. Er hat mich ja gesehen. Verdammter Mist, hier sehen die mich immer, die Leute. Die Beschleunigung kannst du vergessen. Aber immer diese Tür, immer ist die Tür jetzt auf. Nee, doch nicht. Dann halt nicht. Na, machen wir es mal auf gute alte Weise. Funktioniert immer. Ach man, ich kann mir das Gleiche nicht nehmen im Spiel. Ich kann das einfach nicht. Ich kann es probieren, wie ich es will. Ja. So, muss ich jetzt die machen? So, gehen wir da rein. Forschung Labor 1. Du kannst gehen. Smith hätte auf mich hören sollen. Chicago ist in dieser Saison unschlagbar. Welche Saison? Welche Sportart? Die 10 Dollar hätte er sich sparen können. Hey, was machen Sie hier? Jones, mach die Laser aus! Schnell! Wir sollten da jetzt hinlaufen, und zwar ganz, ganz schnell. Ah, hat mal funktioniert. So. Hat mal funktioniert mit dieser Fähigkeit. Geben wir jetzt Sicherheitskarte. Da kommen wir noch nicht durch, das heißt, wir müssen in die Richtung. Sache. Ich habe keine Juwelen zu sammeln, ne? Enttäuschend. Wenn ich das schlecht passt, nie wieder nicht funktionieren wird. Eigentlich alles eigentlich prädestiniert, dass man das schaffen könnte. Da muss ich hin. Vermutlich, ne? Aha. Aber wie mache ich das jetzt? Ach. Was also?
So. So geht's aber auch. Es ist aber einfacher, als hier steigen zu wollen. Gucken, wo landen wir denn hier? Noch so eine langweilige Talkshow. Meine Frau liebt diese Sendungen. Das ist auch so ein Klischee, hä? Dass Frauen Talkshows mögen. Genau wie meine Frau. Und dafür hast du $10 hingelegt? Smith hat bekommen, was er verdient hat. Hey! Hände hoch! Aber flott! Wir legen uns auch mit allen gleichzeitig an. So. So, voll erwischt. Also, ich glaube, das geht, wenn man prügelt, einfach viel einfacher durchs Spiel. Als das über so ein Schleichen, was eh nicht funktioniert. Weil ich es nicht so gut hinkriege, ganz ehrlich. Warum immer? Ey, eigentlich zu Games 3 Spiele, so spielt das ja, das habe ich auch gespielt, ja? Hatte ich nie Probleme mit eigentlich, aber. Mal wieder, ja. So. Okay, weiter geht's. Das ist nicht gut. Lass das, nicht auf mich schießen! Nicht auf mich schießen, Leute! Das ist doch blöd! Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ach so. Muss die Alarm, muss das ausschalten. Ah, ich komme noch weiter! Ah! Dann brauche ich mal wieder die Juwelen, um ihn wieder aufzuladen. Hab wieder versucht, den Power-Modus zu machen und hat wieder nicht funktioniert mit dem Power-Modus. Was geht denn mit dem Power-Modus? Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hm, ich spiele es auch ohne. Wir haben es geschafft. Dieses Level war wieder ziemlich kurz. Aber gut, eigentlich sind die Abschnitte auch nicht so lang, aber wenn man gut durchkommt, ist auch nicht so das Problem. Dann könnt ihr locker mal 2 Folgen mal machen. Aber eigentlich versuche ich ja mal eine halbe Stunde anzuvisieren pro Tag. Ja, vielleicht war ich auch. Wenn ihr das schon seht, habt ihr vielleicht schon mehrere Doppelfolgen hinter euch. Kann auch sein. Hab ich mich noch nie entschieden. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an dieser Folge. Denkt in meine Kommentare und an Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.